Hi, willkommen bei Clever Angeln. Wir sind heute an der Diemel in Haue da. Das ist so in der Nähe von Liebenau in Hessen. Wunderbares Flüsschen hier, ungefähr 10 Meter breit. Und hier werden wir heute Nacht versuchen, Aale zu fangen oder Forellchen oder egal, Hauptsache jeder Fisch, der zappelt, ist ein Erfolg. Deswegen sind wir da nicht so ganz kritisch. Und meine Köderwahl heute sind halt Tauwürmer und diverse Kunstköder. Und wie gesagt, im Moment ist das Camp noch im Aufbau. Wir haben nachher hier eine ganze Batterie Zelte stehen und so ein Kram mit. Und wollen dann versuchen, halt hoffentlich geht ja was, ne? Heute ist Spaß halt im Vordergrund. Wir werden grillen, wir werden ein bisschen isotonische Hopfentees trinken. Und naja, muss auch mal sein, ne? Weil schließlich ist ja Pfingsten. Ich sage jetzt nicht welches Jahr, falls das wieder länger dauert, das Video fertigzustellen. Und naja, wie gesagt, Hauptsache Spaß, ne? Weil nichts gefangen ist auch geangelt. Das ist heute mein Motto. Von den letzten 5 Angelversuchen offensichtlich auch, weil da lief das ähnlich. Naja, mal gucken, was geht. Ne? Vielleicht haben wir ja Glück und fangen mal eine Forelle. Oder ein kleines Eelchen oder einen großen. Mal gucken. Ne? Ist alles drin in diesem Wasser, hat man mir erzählt. Scheiße, ist über den Baum gelaufen. Und die zweite in einer Stunde. Schöne Bachforelle. So muss das sein, ne? Der Abend fängt gut an. Da vorne steigt gerade die nächste. Da sind Ringe im Wasser. Mittlerweile ist das Camp auch so halb aufgebaut, wie man sieht. Ist ein bisschen mehr wie vorher. Der Abend fängt auf jeden Fall wunderbar an. Die kommt nachher vielleicht direkt auf den Grill. So. Was ich mache, wenn ich einen Haken aus einer Forelle rausgeholt habe oder aus jedem Fisch, ich nehme Arterienklemmen. Der Vorteil ist, ich lasse einfach am Haken hängen. So, selbst bei schlechtem Wetter und Wind weiß ich immer, wo mein Haken ist. Dann haue ich mir den nicht rein oder sowas. Oh, das ist so voll. Weil Wasser sich ausdehnt, wenn man es einfriert. Das mache ich, er hat es mir beigebracht. Die besten Kühlpacks, die es überhaupt gibt. Und wenn man da Getränk reinfriert, dann hat man den ganzen Tag was zu saufen, weil egal wie viel Brand du hast, das taut nur langsam auf. Ja? Und du hast immer einen Kühlakku. Ja. Und hinterher Crush Eis. Ah, fast ein ganzer Schluck zusammengekommen. Halt dir mal eine Zange. Für Grillzange, das wird nicht so eine. Feuer reichen, oder? Ja, ist ein kleiner Grill. Komm hier ein bisschen noch ein Stückchen. Kirschlund, du willst ja nur, dass schnell heiß wird. Natürlich. Ich hab's gemacht. Ja, mein Freund. Ich hab Hunger. Und du?